Moin Mädels, da sind wir wieder. Heute mit dabei unser lieber Herr Voigt, der alte Vasenschubser. Und bevor es mit dem eigentlichen Glitch losgeht, möchte ich noch ganz kurz unser neues Projekt vorstellen. Und zwar, wir haben uns entschieden, es gibt ja so viele Glitches, die irgendwie in Vergessenheit geraten oder ich auf meinem Kanal noch nicht gebracht habe, aber der irgendwie doch trotzdem zu meinem Kanal passt, auch wenn er schon etwas älter und bekannter ist. Und mit diesen Glitches, vorzugsweise keine Money-Glitches oder Outfit-Glitches, sondern so Lounge-Glitches oder Funny-Animations-Glitches, irgendwie sowas in der Art, haben wir uns überlegt, dass ich den Glitch, obwohl er älter ist, trotzdem auf meinen Kanal bringe. Und der liebe Herr Voigt macht dazu so ein episches Video, so ein 2-3-Minuten-Clip oder mal eine Minute-Clip, wo man wirklich so geile Szenen, wo die Kamera so einsetzt und mit dem Schnittprogramm das so zu einem richtig schönen Film kreiert. Und auf meinem Kanal erkläre ich, wie der Glitch funktioniert, und auf seinem Kanal könnt ihr dann ja das epische Video anschauen. Und wir haben das ganze Projekt Glitch mich doch am Arsch genannt. Da-da-da! Ja, und wir haben halt uns gedacht, wir bringen das so einmal in der Woche, vielleicht alle 2 Wochen oder vielleicht auch mal zweimal die Woche, irgendwelche alten Glitches, falls es ergibt, vielleicht auch mal einen neuen Glitch, das wissen wir halt noch nicht. Also wir fangen jetzt gerade mit dem Projekt an, wir müssen gucken, wie das läuft, und dann werden halt in Zukunft auch ein paar ältere Glitches mal bei mir kommen. Ich hoffe, ihr findet es nicht schlimm. Theoretisch könnt ihr auch direkt beim Voigt dann auch vorbeischauen, weil der macht da richtig geile Videos darüber. Und ja, sein Link ist auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung und in meiner Abo-Box, und eigentlich findet ihr ihn immer irgendwo in meiner Nähe. Gott sei Dank. Ich hoffe, euch gefällt das Projekt, was wir vorhaben, und ich hoffe, das wird auch richtig geil. Also, ich habe schon Spaß dran, ne? Also, dann fange ich jetzt am besten an mit dem eigentlichen Glitch, wo ich euch zeigen möchte. Und zeitgleich könnt ihr auch jetzt schon bei diesem Glitch sehen, auf Voigt seinem Kanal dieses epische Video sehen. Also, das ist das erste Video, das Pilotprojekt, sag ich mal. Dann lehnt euch zurück und genießt die Show. So, dann fangen wir mal mit dem Glitch an. Und zwar, ich denke mal, wenn ihr die Location seht, für die alte Glitch-Community ist die Location bekannt und ihr wisst wahrscheinlich schon, was kommt. Auf jeden Fall, wir haben den noch ein bisschen optimiert, um noch ein bisschen mehr Spaß zu haben. Und zwar, wir haben uns einen Helikopter besorgt und dachten, wenn wir schon nach oben fliegen, dann können wir noch in die Rotorblätter hinein, um noch mehr Spielspaß zu haben. Und dazu müsst ihr auf jeden Fall die VIP-Einladung annehmen oder selber VIP sein und dann halt auf Angriff auf, ich glaube, Organisation heißt es, ausmachen. Danach müsst ihr hier, ich zeige euch mal gerade die Location, hier hin. Es geht natürlich noch an mehreren Orten, aber dazu später. Dann nehmt ihr irgendeine Nahkampfwaffe, es geht auch mit einer Pistole oder so, das ist egal. Also irgendeine Waffe in die Hand, in die Ego-Perspektive und dann über die Mauer laufen. Wir haben den Zentor nochmal hingestellt, weil damit geht es einfach einfacher. Wir haben es auch ein paar Mal oft genug geschafft ohne Zentorno. Aber mit Zentorno so einen halben Meter oder so von der Mauer entfernt, dann empfinde ich, dass es einfach einfacher ist. Und jetzt seht ihr beim dritten Mal, zack, in die Rotorblätter und schon fliegt ihr weg. Also hammergeiler Glitch. Also könnt ihr den recht geilen Solo-Lounge-Glitch noch ein bisschen optimieren, indem ihr einfach einen Freund mit einem Helikopter noch dazu holt und ihr in die Rotorblätter reinspringt. Also ich finde es geil. Also es macht noch mehr Spaß. Aber ihr kennt mich ja. Ich wäre ja nicht Zeddy, ne? Wenn das alles wäre. Also wenn das der einzige Glitch wäre, dann wäre es ein Montags-Glitch. Aber heute ist ja nicht Montag. Heute ist Freitag. Und kurz vorm Wochenende denke ich mir, oder dachte ich mir, da hauen wir noch so ein i-Tüpfelchen drauf, ne? Weil ich habe nochmal 2-3 Locations rausgesucht und probiert, und die zeige ich euch jetzt, einfach nur damit ihr das Prinzip von dem Glitch versteht. Theoretisch könnt ihr den Glitch überall in ganz Los Santos machen. Also, das ist nur die Location, wo wir es jetzt probiert haben, aber ich sage mal die Möglichkeiten, wie es noch mehr und geiler funktioniert, eigentlich quasi fast überall. Ihr braucht einfach nur irgendeine Mauer oder irgendein Gegenstand, über den ihr drüber laufen könnt. Ohne dass das Klettern oder Springen anfängt. Also ihr müsst quasi mit der Ego-Perspektive einfach über irgendwas drüber laufen. Und dann müsst ihr auf irgendein Objekt, über eine andere Mauer oder sonst irgendwas wieder drüber laufen. Also ich habe jetzt einfach das Motorrad genommen, da fand ich, dass es am einfachsten geht. Und ihr könnt eine Leitplanke dazu nehmen, eine Mauer, irgendwas, wo ihr einfach drüber läuft, dann auf dem Motorrad oder so spawnt
nicht spawnt, einfach ja, mit dem nächsten Schritt quasi auf Motorradzeit und dann katapultiert es euch genauso hoch. Es sind einfach nur drei wichtige Sachen. Es müssen zwei Objekte sein, über denen ihr laufen könnt. Das muss so einen halben Meter bis Meter, GTA-Meter Abstand haben. Ego-Perspektive und irgendeine Waffe in der Hand. Und schon mit ein paar Versuchen kriegt ihr relativ schnell raus, wie es funktioniert. Und dann verabschiede ich mich erstmal für das Video von heute. Oder wie sagt man? Ich verabschiede mich halt. Ne? Also, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Und dann schaltet wieder ein, wenn es heißt, glitch mich doch am Arsch. Also Jungs, nicht vergessen, bei Void vorbeischauen und das epische Video anschauen. Also, macht's gut und wir sehen uns beim nächsten Video.